오늘 우리 다 같이 출애굽기 보도록 하겠습니다. Lass uns heute zusammen in 2. Mose lesen. 출애굽기 3장. 2. Mose Kapitel 3. 1절부터 6절까지. Von Vers 1 bis Vers 6. 5절까지 모세가 그 장인 미디안 제사장 이드로의 양무리를 치더니 그 무리를 광야 서편으로 인도하여 하나님의 산 호렙의 이름에 Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegersvaters des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam in den Berg Gottes, den Horeb. 여호와의 사자가 떨기나무 불꽃 가운데서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 사라지지 아니하는지라. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornenbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. 이에 가로되 내가 돌이켜 가서 이 큰 광경을 보리라. 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하는 동시에 Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라 하나님이 떨기나무 가운데서 그를 불러 가라사대 모세야 모세야 하시매 그가 가로되 내가 여기 있나이다. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. 하나님이 가라사대 이리로 가까이 하지 말라 너의 선 곳은 거룩한 땅이니 네 발에서 신을 벗으라. Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. 또 이르시되 나는 네 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이니라. 모세가 하나님 배웠기를 두려워하여 얼굴을 가리우매. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. 예, 여기까지 읽도록 하겠습니다. Bis Vers 6 haben wir gelesen. 제가 2011년도 2월 달에 이제 하와이에서 독일로 왔습니다. Im Februar 2011 bin ich von Hawaii nach Deutschland gekommen. 어느 날 새벽이었는데 Das war eines Morgens gewesen. 제가 이동한다는 소식을 들었습니다. Da habe ich mitbekommen, dass es eine Versetzung gibt unter den Pastoren. 너무 뜻밖의 이야기였어요. Und das war etwas, was mir ja davor überhaupt nicht in den Sinn gekommen war. 한 번도 저는 내가 이제 독일을 갈 거라고 생각을 해본 적이 없기 때문에. Weil noch nie hatte ich jemals diesen Gedanken gehabt, ich könnte irgendwie nach Deutschland kommen. 진짜 뜻밖의 이야기를 듣게 되었습니다. Und das war wirklich komplett wider Erwarten gewesen. 그래서 이제 이제 교회에서 이제 이렇게 이동 명령이 났으니까 이제 가야 되잖아요. Ah, weil die Gemeinde ja diese Versetzungsliste veröffentlicht hat, was von der Gemeinde kommt, muss ich ja dem auch folgen. 이제 짐을 정리를 하기 시작했습니다. Ich habe angefangen, dann meine Sachen zu packen. 그리고 이제 우리 건물에 주인이 있는데 Und wir hatten auch einen Besitzer von unserem Haus. 이 주인한테 이야기를 해야 되는 거예요. Und ich musste es ja auch dem Besitzer dann sagen. 아, 내가 우리 선교회에서 이동이 있어 가지고 내가 독일로 가게 됐다. In unserer Mission gibt es eine Versetzung und deshalb muss ich jetzt nach Deutschland fliegen. 그러니까 주인이 그러면 이 건물 어떻게 되냐 하는 거예요. Und der Besitzer fragte mich, okay, was passiert denn aus diesem Gebäude hier? 아, 그럼 이 건물은 내 다음에 다른 목사님이 올 거다. Ich habe gesagt, ja, nach mir wird ein anderer Pastor kommen. 주인이 막 화를 내면서 안 된다는 거예요. Und dieser Besitzer hat sich sehr aufgeregt und gesagt, nee, das geht nicht so. 제가 그 건물에 이사 갈 때 하여튼 그 주인 때문에 어려움을 많이 당했어요. Und als ich umgezogen bin, hatte ich viele Schwierigkeiten, ja genau, gerade wegen diesem Besitzer. 이 사람이 일본 사람인데. Er war ein Japaner. 하와이에는 일본 사람들이 딱 자리를 잡고 있어요. Und auf Hawaii haben sich wirklich sehr viele Japaner so niedergelassen. 백인들이 자리를 못 붙이는 곳이 정착 못 하는 곳이 하와이예요. Und diese Orte, wo die Weißen sozusagen nicht sich niederlassen können, das ist diese Insel Hawaii. 네, 백인들이 하와이에 오면 핍박을 받아요. Weil wenn die Weißen auf Hawaii kommen, dann werden sie eigentlich verfolgt. 막 때리고 그래요, 사람들. Weil die Leute kommen und sie schlagen sie. 그 잘 못 견디고 가요. Und sie können das dann länger nicht standhalten und dann gehen sie wieder. 하와이는 이제 파인애플 농장이 있고 사탕수수 농장 뭐 이런 게 있어요. Auf Hawaii gibt es zum Beispiel Ananasplantagen oder diese Zuckerrübenplantagen. 그래서 제일 먼저 노동자들이 간 곳이 일본에서 이제 노동자들이 들어갔어요. Und die ersten Bauer kamen aus Japan. 그 다음에 이제 중국에도 가고 한국에서도 가고.
Und danach gingen sie auch nach Korea und nach China. 그 한국에서 사람들이 배를 타고 가잖아요. Und von Korea aus fährt man ja mit dem Schiff raus. 그때 배가 이제 인천에서 출발을 했어요. Und damals sind die Schiffe alle von Incheon aus abgefahren. 그래가지고 여러분 인천에 가면 인하대학교 있죠. Und in Incheon gibt es ja die Inha Universität. 인천하고 하와이 이걸 붙여가지고 인하대학교라고 해요. Und der Name ist Inha geworden, weil sie Incheon und Hawaii zusammengefügt haben die Wörter. 한국에서도 많이 노동자들이 가가지고 이제 그 자리를 잡았죠. Und auch aus Korea sind sehr viele ja, Bauer dahin geflogen. 근데 제일 먼저 온 사람들이 이제 일본 사람들인데. Die Japaner waren die ersten, die Hawaii erreicht hatten. 그래서 하와이는 일본 땅이라 그래요. Und deswegen sagt man auch oft, ja, Hawaii ist japanisches Land. 뭐 중요한 위치 뭐 있죠. 뭐 대법원장 뭐 이런 거 전부 다 일본 사람들이 자리를 딱 잡고 있어요. Weil die wichtigen Ämter oder die wichtigen Orte auf Hawaii, die besitzen oder da sind sitzen eben die Japaner drin. 이 사람이 집주인이 일본 사람인데. Und auch mein Hausbesitzer, er war ein Japaner gewesen. 하여튼 이 사람 때문에 어려움을 많이 당했어요. Und wegen ihm hatte ich sehr viele Schwierigkeiten gehabt. 근데 집에 이제 내가 독일로 가는데 이 사람이 또 나를 어렵게 하는 거예요. Aber jetzt, wo ich gerade nach Deutschland fliegen möchte, macht er mir das Leben wieder so schwer. 안 된다는 거예요. Weil er mir sagt, nein, das geht nicht. 내가 너하고 계약을 했지. 그 다른 사람하고 나는 계약을 한 게 아니다. Weil er mir sagte, ich habe doch mit dir den Vertrag geschlossen und nicht mit deinem Nachfolgenden. 나보고 안 된다 하는 거. Und er sagte bis zum Schluss, nee, das geht nicht. 이제 나는 이동을 해야 되고 다음 주 월요일 날. Aber am nächsten Montag muss ich ja weiterziehen. 그리고 빨리 집 문제를 해결하고 가야 되는데. Ich muss ja davor alles mit dem Haus geklärt haben, bevor ich dann wegfliege. 부탁을 드렸죠. Und ich habe ihn wirklich darum gebeten. 안 된대요. Und er sagte nein. 나중에 나도 이제 화가 나는 거예요. Und später bin ich dann selbst zornig geworden. 아, 이 사람 때문에 내가 이미 어려움 당한다 싶으니까. Weil ich mir dachte, okay, wegen dieser einen Person habe ich jetzt so schwer. 아주 화를 팍 내면서 나도 그래 알았다 그러면 나 이사 갈게 그랬어요. Später habe ich gesagt, okay, ich habe es verstanden, dann ziehe ich aus von deinem Haus. 이제 그게 문제였어요. Aber genau das war das Problem. 며칠 남았는데 이사를 어떻게 갑니까? Weil ich hatte nur noch ein paar Tage Zeit, aber wie soll ich in diesen einigen paar Tagen umziehen? 하와이에서 제가 3년 반을 사는 동안 이사를 네 번이나 했어요. Während ich 3 Jahre auf Hawaii gelebt habe, bin ich insgesamt 4 Mal umgezogen. 또 한 번 더 이사를 해야 된다 싶으니까 기가 막히는 거예요. Und jetzt schien alles so, als müsste ich ein viertes Mal umziehen, ein fünftes Mal umziehen. 교회가 우리 교회가 짐이요, 보통 짐이 아니에요. Und unser Haus, das war nicht ein ganz gewöhnliches Haus gewesen. 야, 그래갖고 이제 그날부터 나가가지고요, 바로 집을 알아보기 시작했어요. Von den Tag an, ich bin raus und habe nach Häusern gesucht. 이제 새로운 목사님 이제 나이가 저보다 훨씬 많으신 목사님이 오시는데. Ja, der neue Pastor, der kommen sollte, er war ein viel älterer Pastor als ich. 이 목사님은 하와이에 대해서 아는 게 없잖아요. Und der Pastor, er weiß ja gerade noch gar nichts über Hawaii. 그러니까 제가 그래도 좀 살았으니까 알잖아요. Aber ich war ja davor auf Hawaii und kenne mich einigermaßen aus. 그래서 집을 막 구하러 다니는데 뭐 집이 뭐 하루 이틀 만에 구해집니까? Und ich bin hingegangen, habe nach Häusern gesucht, aber es ist ja nicht so, dass man von heute auf morgen sofort ein Haus bekommt. 야, 아무리 생각해도 이게 안 되겠는 거예요. Und dann wusste ich, okay, auch wenn es jetzt so weitermacht, es wird nichts. 그래가지고 제가 한국에 이제 목사님한테 전화를 드렸습니다. Und dann habe ich den Pastor in Korea angerufen. 전화해서 아 지금 우리가 사정이 이렇게 돼가지고 제가 빨리 이사를 못 갈 것 같습니다. Ich habe gesagt, okay, Pastor, diese Situation ist passiert und deswegen befürchte ich, dass ich jetzt nicht so schnell weiter umziehen kann nach Deutschland. 제가 이사를 해놓고 가야 될 것 같습니다. Ich glaube, ich kann erst fliegen, wenn ich in ein anderes Haus hier eingezogen bin. 선교회 본부에서 아 그렇게 하라는 거예요. Und von der Zentrale von unserer Gute Nachricht Mission hieß es, okay, ich soll das so machen. 그리고 그날부터 해서 한 이틀 정도 제가 진짜 집을 계속 찾아봤어요. Von dem Tag an für 2 Tage habe ich dann wirklich nur noch nach anderer Wohnung oder einem Haus gesucht. 뭐 집이 뭐 쉽게 나지가 않죠. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man sofort vor einem leeren Haus dann steht. 예, 그 다음 날 새벽인데. Das war dann am nächsten Tag früh morgens. 일어나가지고 이제 성경 읽는데. Ich bin aufgewacht und dann habe ich in der Bibel gelesen. 사도행전 17장을 읽었어요. Und zwar in Apostelgeschichte Kapitel 17. 말씀을 읽으면서 제가 깜짝 놀란 거예요. Als ich dieses Wort gelesen habe, war ich sehr erschrocken. 여러분 17장 한번 봐 보세요. 사도행전 17장. Apostelgeschichte Kapitel 17. 사도행전 17장 Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 24.
우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 신께서는 천지의 주재신이 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 자이심이라. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. 그날 새벽에 제가 이 말씀을 쭉 읽고 있었는데. An diesem frühen Morgen habe ich in dem Wort Gottes gelesen. 이 말씀을 읽다 진짜 제가 너무 깜짝 놀랐어요. Und als ich dann diese Stelle gelesen habe, war ich wirklich sehr geschockt. 하나님이 꼭 저한테 이렇게 말씀을 하시는 것 같아요. Es war so wie als würde Gott mir genau das so sagen. 야, 너 오 목사, 너 어? 하와이 교회를 위해서 집을 준비하고 있네. Du Pastor O, du versuchst also jetzt ein Haus zu besorgen für die hawaiische Gemeinde. 야, 너 좋은 집을 얻어라. Du, ja, such dir ein sehr sehr gutes Haus aus. 그 목사님도 머물 수 있고. Ein Haus, wo der nächste Pastor dann auch drin wohnen 예배도 kann. 예배도 드릴 수 있고. Wo er Gottesdienste halten kann. 넓고 싸고 좋은 집을 구해라. Ja, such dir am besten ein sehr großes und ein sehr günstiges Haus. 하나님 꼭 저한테 그래 말씀하시는 것 같더라. Also mir kam es so vor, als würde der Herr mir das direkt sagen. 야, 네가 진짜 교회를 위해서 수고하네. 이동도 안 해가면서. Ah, schau mal, du machst dir wirklich so viele Mühe für deine Gemeinde und wirst nicht, gehst nicht mal nach Deutschland direkt. 좋은 집 구해라. Ja, okay, such dir ein gutes Haus, ja. 그런데. Aber. 나는 그곳에 없어 그러시더라고. Aber ich bin nicht dort, sagte er. 네가 구하는 집에 나는 없을 거야. Ich werde nicht in diesem Haus sein, was du suchst. 제가 진짜 이 말씀을 보면서 너무 놀란 거예요. Und während ich dieses Wort gelesen habe, war ich wirklich sehr erschrocken. 여러분, 하나님 여기에 뭐 24절에 뭐라고 하셨냐면 Weil in Vers 24, was hat denn da Gott eigentlich gesagt? 우주와 가운데 있는 만유를 지으신 신께서는 천지의 주재신이 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 그러는 거예요. Da steht ja Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempel, die mit Händen gemacht sind. 예. 네 손으로 하는 일에 나는 거기 없어 그러시는 거예요. Also in allen Dingen, wo die Menschenhänden arbeiten, da bin ich nicht da. 네가 좋은 집 구해. Okay, dann such du dir ein gutes Haus aus. 넓은 집 구하고 하와이 교회를 위해서 네가 열심히 해. Er such dir ein großes Haus und bemühe dich und arbeite viel noch für deine hawaiische Gemeinde. 근데 여러분 하나님은 사람의 손으로 지은 곳에 계시지 않는다는 겁니다. Aber der Gott ist nicht an diesem Ort, wo etwas mit Menschenhänden gemacht worden ist. 맞습니까? Habe ich recht? 우리 예배 시간이 딱 2시라 가지고. Ja, unsere Gottesdienstzeit ist ja direkt um 14 Uhr. 예, 점심 먹고 제일 졸릴 시간인데. Und das ist ja die perfekte Zeit zum Einschlafen direkt auch nach dem Mittagessen. 예, 또 제가 말씀 전하는 게 예, 설교를 또 재미없게 해요. Und ich predige ja auch immer sehr sehr langweilig. 예, 설교 요즘 마침 우리 애들이 평가를 해 줘요. Und jedes Mal nach meiner Predigt kommen meine Kinder und sie bewerten. 아빠 설교는 Also Papa, deine Predigt ist 너무 재미없어. viel zu langweilig. 아빠 웃긴 이야기에도 아무도 안 웃어. Papa, auch wenn du etwas Lustiges sagst, lacht da keiner eigentlich. 아빠만 웃어. 그래. Papa, du bist der Einzige, der lacht, weißt du das? 좀 재미있게 해봐요. Ja, probier doch mal ein bisschen mit Humor und lustiger deine Predigten zu halten. 여러분들이 무슨 죄가 있겠습니까? Aber was für eine Sünde habt ihr denn schon? 재미없게 설교하는 제가 문제지. Ich bin doch der Sünder, der ohne Spaß, ohne Humor die Predigt hält. 예. 예. 피곤하면 주무시고. Also wenn ihr müde seid, könnt ihr ja gute Nacht, 예. könnt ihr schlafen. 귀만 열면 되죠. Ja, Hauptsache 예. ihr habt die Ohren noch offen. 예. 그날 진짜 제가 이 말씀 앞에 말씀이 제 마음에 큰 충격을 줬어요. Aber an diesem frühen Morgen hat mich dieses Wort ja sehr geschockt. 아 그렇구나. Ach so ist das also. 지금 제가 이 교회 가기 전에 마지막으로 내가 떠나기 전에 이 교회를 위해서 내가 뭔가를 해야 되겠다는 마음을 막 가지고 있는 거예요. Ich hatte dieses Herz, ja, bevor ich diese Gemeinde verlasse auf Hawaii noch etwas machen zu müssen für Hawaii. 제가 처음에 이제 하와이 교회를 갔을 때 Als ich ganz am Anfang auf Hawaii gezogen bin. 어려움들이 많이 있었어요. Wir hatten da sehr viele Probleme gehabt. 그러니까 첫 번째 내 마음이 뭐냐면 야, 내가 이 교회를 위해서 뭔가 해야 되겠다는 마음이 딱 나오는 거예요. Und mein allererstes Herz war dann instinktiv gewesen, okay, ich muss etwas für diese Gemeinde
Gemeinde tun. 그때 하나님이 내 마음을 탁 막으시더라고요. Und da hat dann Gott mein Herz komplett so blockiert. 야, 너 여기 왜 왔어? Warum bist du hierher gekommen? 너 여기 왜 왔지? Warum bist du hierher gekommen? 너 이 교회 하와이 교회 네가 도우려고 왔어? Bist du hierher gekommen, um der Hawaii Gemeinde zu helfen? 네가 정말 이 교회를 도울 수 있어? Aber kannst du denn wirklich dieser Gemeinde helfen? 그때 처음에 갔을 때 제가 하나님 왜 나를 부르신지를 알게 됐어요. Und ganz am Anfang, als ich auf Hawaii gezogen bin, habe ich dann erkannt, ja, warum Gott mich auf Hawaii geschickt hat. 교회가 어려우니까 오영신 목사가 가서 이 교회를 도와주고 잘 되게 해라고 부르신 게 아니고요. Er hat mich nicht hierher geschickt, weil die Gemeinde so schwer hat, dass jetzt Pastor O kommt und dann diese Gemeinde es besser geht. 하나님이 이 하와이 교회를 위해서 어떻게 일하시는지 보게 하려고 나를 부르신 것을 알았어요. Sondern ich habe erkannt, ja, Gott hat mich auf Hawaii geschickt, damit ich sehen kann, wie Gott dieser Gemeinde auf Hawaii hilft. 제가 3년 반 동안 하와이 살면서 진짜 믿음을 많이 배웠어요. Als ich für 3,5 Jahre auf Hawaii gelebt habe, habe ich wirklich den Glauben gelernt. 어떻게 배웠냐 하면, ja, wie habe ich den Glauben gelernt? 하나님이 하는 것을 보기 시작했어요. Ich habe angefangen, immer das anzuschauen und zu sehen, wie Gott arbeitet. 항상 저는 내가 뭔가 빨리 뭔가를 하고 싶은데. Ja, immer wollte ich ja eilends oder schnell etwas tun. 하나님이 내 손을 막아버리시는 거예요. Aber Gott hat meine Hände wirklich gebunden. 아, 네가 과연 도울 수 있어? Kannst du denn überhaupt helfen? 네가 이 교회 도울 수 있어? Kannst du denn dieser Gemeinde helfen? 네가 이 교회를 도우러 온 사람이야? Bist du gekommen als jemand, der dieser Gemeinde helfen möchte? 너는 내가 이 하와이 교회를 위해서 일하는 것을 너는 봐야 될 사람이야. Du bist ein Mensch, der muss zusehen, wie ich für diese Gemeinde auf Hawaii arbeite. 저는 진짜 그곳에 있으면서 하나님 일하는 걸 봤어요. Und während ich dort war, habe ich tatsächlich gesehen, wie er Gott hilft und arbeitet. 하나님이 일하는 걸 보니까 마음에 믿음이 생기기 시작하는 거예요. Und nachdem ich gesehen habe, wie Gott arbeitet, habe ich in meinem Herzen ja diesen Glauben bekommen. 야, 이 문제도 하나님이 하시네. Also sogar dieses Problem, da hat der Herr geholfen. 야, 이거 내가 볼 때 안 될 것 같은데 하나님이 하시네. In meinen Augen sah das wirklich sehr unmöglich aus, aber Gott hat geholfen. 하나님이 하시는 걸 보니까. Ich habe gesehen, wie Gott geholfen hat. 내게 어려움과 문제가 닥칠 때, 야, 이것도 내가 하나님께 맡겨봐야 되겠다 이 마음이 들기 시작하더라고. Und jedes Mal, wenn ich da Probleme bekommen habe, dachte ich mir, okay, auch dieses Problem möchte ich einmal Gott übergeben. 하나님께 맡길 때 정확하게 하나님이 일을 하시는 거예요. Weil jedes Mal, wenn ich ein Problem Gott übergeben habe, hat dann ganz genau der Herr gearbeitet. 그 제가 진짜 복된 시간을 가지고. Und ich hatte dann wirklich ja gesegnete Zeiten dort. 가려고 하는데 이제 독일로 떠나려고 하는데. Und dann wollte ich jetzt nach Deutschland weiterziehen. 진짜 하나님이 마지막까지 저한테 말씀하시더라고. Aber wirklich bis zum Ende hat der Herr zu mir gesprochen. 그래, 네가 좋다. 네가 하와이 교회 위해서 해라. Okay, gut, nehmen wir an, du willst für die Hawaii Gemeinde fleißig arbeiten. 근데 네가 구한 집에는 나는 없을 거다 그러시더라고. Aber in diesem Haus, was du für dich finden wirst, darin werde ich nicht sein. 여러분, 교회가 제일 중요한 게 뭡니까? Was ist denn das Wichtigste für eine Gemeinde? 교회에서 여러분 제일 중요한 게 뭐죠? Was ist das Wichtigste für eine Gemeinde? 목사가 제일 중요합니까? Ist der Pastor der Wichtigste in der Gemeinde? 나인. 누가 나인 했습니까? Wer hat nein gesagt? 목사가 안 중요합니까? Nein, der Pastor ist ganz unwichtig, oder? 교회 제일 중요한 게 그러면 성도입니까? Sind dann die Geschwister die wichtigsten in der Gemeinde? Nein. Nein. 그럼 뭐죠? Wer dann? 교회에서 제일 중요한 게 건물입니까? Ist das Gebäude das Wichtigste in einer Gemeinde? 좋은 건물? Ein gutes Gebäude. 많은 성도? Viele Geschwister. 훌륭한 목사? Ein großartiger Pastor. 여러분 교회에서 제일 중요한 거는 하나님이 있어야 됩니다. Na, das Allerwichtigste für eine Gemeinde ist doch, dass Gott da drin ist. 하나님이 머물러야 그게 교회지. Ja, wenn Gott dort drin verweilt, ist das ja eine Gemeinde. Amen. Amen. 여러분 하나님이 없으면 그건 교회가 아니고 절간이죠. Wenn Gott nicht da ist, dann ist es ja gar kein Gotteshaus, sondern irgendein Tempel이죠. Tempel. 우리 교회가 다른 교회하고 다른 점이 뭐냐 하면 Ja, was unterscheidet uns von anderen Gemeinden? 여러분 세상에 이 독일에도 우리 교회보다 큰 교회 너무 많아요. In Deutschland oder auf der Welt gibt es so viele andere Gemeinden, die haben ja viel größere Gemeinden als wir. 예, 우리 교회보다 성도가 많은데도 너무 많고. Es gibt so viele verschiedene andere Gemeinden, die haben viel mehr Mitglieder als wir. 맞죠? Oder? 근데 우리 교회하고 다른 점 우리 교회는 하나님이 살아계시는 거예요. Aber wir unterscheiden uns von ihnen, weil Gott in unserer Gemeinde lebt. 이 교회 안에는 하나님이 계신단 말입니다. Das heißt, in dieser Gemeinde hier weilt Gott. 제 마음에 야, 내가 이 집을 구하는 거 이거 포기해야 되겠다는 마음이 들었습니다. Und im Herzen dachte ich mir, okay, ein neues Haus zu suchen, da muss ich wirklich aufgeben.
그래서 빨리 짐을 쌌어요. Und deswegen habe ich dann schnell meine Sachen zusammengepackt. 그리고 그냥 이제 더 이상 직구하는 걸 딱 포기하고 이제 독일로 이사를 왔습니다. Ich habe aufgegeben, ein Haus zu suchen und bin dann nach Deutschland umgezogen. 예, 그다음 목사님한테는 미안하지만 Und dem nächsten Pastor es tat mir ja sehr leid. 그다음에 어찌 될지 내가 이제 모르잖아요. 미안하지만은 내가 해야 할 가장 중요한 일은 내 손을 떼는 거더라고. Es tat mir ja leid für den nächsten Pastor, weil ich nicht wusste, was auf ihn zukommt, aber die wichtigste Aufgabe für mich war ja gewesen, einfach jetzt loszulassen. 내가 이 교회에 큰 은혜를 입었는데 3년 반 동안 있으면서. Ja, für 3,5 Jahre habe ich sehr viel große Gnade in dieser Gemeinde zwar bekommen. 이제 내가 떠나는데. Aber jetzt ziehe ich ja weiter. 떠나는 와중에 내가 받은 은혜 진짜 보답할 수 있는 일은 내 손을 떼는 거더라고요. Und nachdem ich 3,5 Jahre so große Gnade bekommen habe, das letzte, was ich noch tun kann für diese Gemeinde, ist ja wirklich loszulassen. 하나님의 손에 그냥 맡기는 건. Einfach alles in die Hand Gottes zu lassen. 그 이사를 가버렸습니다. Und ich bin dann wirklich einfach weggezogen. 그다음에 이제 어찌 된지 모르는 거죠. Und danach weiß ich nicht mehr, was mit der Gemeinde passiert ist. 궁금하더라고요. Und ich war ja auch sehr neugierig. 쫓겨났는지 안 쫓겨났는지. Ob sie dann auch von dem Haus rausgehen mussten oder ob sie drin bleiben. 저는 이제 독일에 와서 정신이 없죠. 너무 추워가지고. Ich bin ja nach Deutschland gekommen. Ich war erstmal sehr kopflos, weil es so kalt war. 하와이 살다가 독일 오니까 막 너무 추운 거예요. Weil ich war ja auf Hawaii und in Deutschland. Es war einfach viel zu kalt. 막 정신없이 겨울을 지나고 있는데. Und wirklich ganz kopflos und durcheinander habe ich so den Winter verbracht. 하루는 이제 제가 이제 면허증을 미국 면허증을 독일 면허증 바꿔야 되는데. An eines Tages musste ich meinen amerikanischen Führerschein zum deutschen Führerschein umschreiben lassen. 그것 때문에 이제 하와이 교회 연락을 하게 됐어요. Und deshalb musste ich dann wieder die Gemeinde auf Hawaii kontaktieren. 하와이 목사님하고 통화를 했습니다. Und ich habe mit dem Pastor aus Hawaii telefoniert. 그 목사님 어떻게 됐냐고. Und dann habe ich gefragt, ja Pastor, wie geht es dir eigentlich? 아직도 거기 살고 있냐고. Pastor, lebst du noch immer in dieser Gemeinde? 아니면 이사 갔냐고. Oder bist du schon weitergezogen? 그러니까 목사님이 간증을 하는 거예요. Und dann hat der Pastor Zeugnis gegeben. 아, 거기 살고 있대요. Ah, du, ich lebe immer noch hier. 아, 그 어떻게 거기 살게 됐냐고. Ah, wie kam es dazu, dass du immer noch dort drin bist? 주인이 그때 분명히 나한테 안 된다 그랬는데. Weil der Pastor, nee, der Besitzer davor hat ja gesagt, das funktioniert so nicht. 예, 첫날 이사를 왔어요. Er ist am ersten Tag dahin gezogen. 그 주인한테 인사를 하러 갔대요. Und er ist hingegangen zum Hausbesitzer, um Hallo zu sagen. 이 새로운 목사님이 이제 나이가 많으신 분이거든요. Und der nachfolgende Pastor, er war ein sehr älterer Herr. 그 일본 그 주인한테 가서 인사를 딱 했는데. Und er ist zu diesem japanischen Hausbesitzer und er hat dann Hallo gesagt. 이 일본 사람이 이 정자양 목사님이죠. 정 목사님을 보고 깜짝 놀란 거예요. Und dieser japanische Hausbesitzer hat den Pastor Tong gesehen, so hieß er, und war dann ziemlich geschockt, ihn so zu sehen. 왜냐면 돌아가신 자기 작은 아버지하고 너무 닮은 거예요. Weil dieser Pastor sah ganz genau aus wie sein Onkel, der verstorben war. 어, 진짜 작은 아버지가 살아서 오신 줄 알았대요. Und er dachte, sein Onkel ist wieder zum Leben auferweckt worden und steht jetzt vor seiner Haustür. 어, 정자영 목사님한테 그냥 막 마음이 확 열려버렸어요. Und dann allein, als er ihn gesehen hat, ist sein Herz ganz weit aufgegangen. 그래, 아, 여기 계시고 싶으면 계시라고. Ah, natürlich, wenn du hier bleiben möchtest, kannst du länger bleiben. 그것도 뭐 필요한 거 없냐고. Da gibt es noch etwas weiteres, was du brauchst. 정자영 목사님, 집세 좀 깎아달라 그런 거. Und dann hat der Pastor Chong natürlich gleich gesagt, ja, ein bisschen den Mietpreis senken. 아, 그거 깎아라고 그래서. Er hat gesagt, ja, natürlich, wir gehen runter mit dem Preis. 집세까지 깎고 거기 계시는 거예요. Also er ist mit dem Miete runtergegangen und er bleibt immer noch in diesem Haus. 그 아직까지도 그 교회가 거기 있어요. Und noch immer steht die Gemeinde in Hawaii in diesem Haus. 아, 내가 그 간증을 듣는데 너무 감사한 거예요. Und als ich dieses Zeugnis gehört habe, war ich so dankbar. 야, 진짜 이 교회의 주인은 하나님이시네. Weil ich nämlich wusste, der Besitzer von dieser Gemeinde, das ist der Herr. 여러분, 누가 이 교회를 지켜야 됩니까? Weil wer muss denn diese Gemeinde beschützen? 하나님인. Es ist ja Gott. 야, 하나님이 진짜 끝까지 저한테 그걸 보게 하시는 거예요. Und Gott hat mich wirklich bis zum Ende eben das sehen lassen. 갔을 때부터 나올 때까지. Von dem Tag, wo ich angekommen bin und bis zu dem Tag, wo ich davon gegangen bin. 제가 독일에 살면서 그게 제 마음에 진짜 큰 교훈이 됐습니다. Und für mich, während ich in Deutschland lebe, war das eine sehr große Lektion für mich gewesen. 이 말씀이 제 마음에 진짜 박혀 버렸어요. Weil dieses Wort ist ganz tief in mein Herz festgefahren. 하나님은 사람이 일하는 곳에 계시지 않습니다. Und zwar Gott ist nicht an dem Ort, wo der Mensch arbeitet. 맞습니까? Habe ich recht? 예. 여러분, 하나님은요. Ja, der Herr. 하나님이 일을 하십니다. Der Herr arbeitet selbst. 하나님의 일은 하나님이 하시는 겁니다. Und Gottes Arbeit, diese Arbeit macht er selbst.
듣고 뭐 우리 남학생들 얘기할 거 아니에요. Dann würden ja unsere Studenten Missionare sagen, die Jungs. 우리는 왜 일 시킵니까? Warum müssen wir dann jeden Tag renovieren? 하나님 하시지 우리는 왜 일합니까? Es macht doch dann Gott. Warum muss ich dann da selbst hin und arbeiten gehen? 여러분 일 안 하면 됩니까? Ja, ist es gut, wenn wir dann ganz aufhören zu arbeiten? 하나님 왜 우리를 불렀냐 하면요. Ja, warum hat der Herr uns gerufen? 여러분 물론 여기서 여러분들이 공사도 하고. Ja, natürlich selbstverständlich arbeiten wir hier in der Lagerhalle. 예, 전도도 하고. Und wir gehen auch evangelisieren. 홍보도 나가고. Wir gehen auch Werbung machen. 예, 많은 일을 합니다. Ja, wir machen ja sehr viele verschiedene Dinge. 하지만 여러분들의 마음이 있어야 할 위치가 있습니다. Aber es gibt eine Position, wo euer Herz sein sollte. 어디에 있어야 되냐 하면. Und wo hat unser Herz zu sein? 하나님이 나를 보내신 이유는 하나님이 어떻게 일을 하시는지 보라고 보내신 겁니다. Ah, Gott hat mich hierher gesandt, damit ich genau sehen kann, wie Gott arbeitet. 여러분이 만약에 이 마음을 가지면, wenn ihr dieses Herz annehmen könnt, 여러분 한 해 동안 이 유럽에 행하시는 하나님을 보게 됩니다. Dann werdet ihr für ein ganzes Jahr lang sehen, wie Gott für Europa arbeitet. 알겠습니까? Versteht ihr? 여러분 여기 와서 뭐 댄스하고 뭐 이것도 중요해요. Ja, natürlich hier angekommen zu tanzen, Werbung zu machen ist ja wichtig. 제일 중요한 것은 Aber das allerwichtigste ist 하나님이 어떻게 일을 유럽에 일을 하시는지 그것을 보라고 여러분을 제일 전방에다 보낸 거예요. Er hat ja euch hierher versetzt, damit ihr genau sehen könnt, wie der Herr für Europa arbeitet. 여러분 출애굽기 14장에 한번 보십시오. Zurück zu 2. Mose Kapitel 14. 자, 이거 액정 한번 틀어줘 보세요. 예. 이거 먼저 좀 보여주고 오늘을 제목이 witness. Heute der Titel ist witness. 뭘죠? 한국말로 하면? Was ist das auf Koreanisch? 예, 증인이죠. Bedeutet der Zeuge. 예, 오늘의 제목이 증인입니다. Also heute der Titel lautet der Zeuge. 여러분, 하나님이 우리를 부른 목적은 뭐라고요? Was ist also das Ziel, warum Gott uns hierher gesandt hat? 증인. Ja, Zeuge. 예, 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Und zwar bis zum Weltende sollt ihr meine Zeugen sein. 여러분, 그런 이야기 들어보셨어요? Habt ihr schon mal davon gehört? 예, 증인은 누구죠? Ja, wer ist dann ein Zeuge? 증인이라는 것은 어떤 사건을 목격한 사람이죠. Ein Zeuge ist halt jemand, der einen Sachverhalt, eine Situation beobachtet hat. 예. 예, 이게 안 되죠. 넘겨 주세요. 예. 오직 성령이 너에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 빠졌네요 말씀이. 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 내 증인이 되리라. 1장 8절 아시죠? Kennt ihr dieses Wort in Apostelgeschichte Kapitel? 예. 여러분 혹시 퓰리처상이라고 들어봤습니까? Habt ihr schon mal über den Pulitzerpreis gehört? 여러분 영화의 제일 큰 상이 아카데미 상이잖아요. Ja, der größte die größte Auszeichnung bei Filmen ist ja der Academy Preis. 예. 언론 에서 가장 큰 상이 퓰리처 상이에요. Und bei den Medien und öffentlichen Medien ist der größte Preis eben der Pulitzerpreis. 예, 기자들 중에서 이제 쉽게 말하면 제일 훌륭한 기자들을 이제 뽑아 상을 줘요. Also man zeichnet immer den Journalisten aus, der große Leistungen gebracht hat. 그 한국에서도 한 번씩 이제 퓰리처 상 시상식을 받은 그 상을 받은 사진전 그런 거 해요. Und in Korea gibt es immer wieder mal so Fotoausstellungen mit den Reportern und Journalisten in Korea, die diesen Pulitzerpreis bekommen haben. 예. 이게 이제 퓰리처상을 받은 이제 수상작들이에요. Und das sind jetzt die Bilder, die mit diesem Pulitzerpreis ausgezeichnet worden sind. 이게 뭔지 압니까? Kennt ihr dieses Bild? 예, 6.25 전쟁 때. Das ist während des Koreakriegs. 우리가 이제 뭐야 연합군이 저 압록강까지 올라갔잖아요. Weil die Verbündeten oder die anderen waren ja bis zum Amnok-Fluss gewesen.
근데 그때 이제 중공군이 이제 전쟁에 개입을 했어요. Aber dann kamen ja die ganzen Chinesen mit in den Krieg. 인해 전술로 이제 밀고 내려왔죠. Und dann sind sie aber weiter runtergedrungen. 그래요. 그때 이제 우리 대한민국 사람들이 이제 피난을 가기 시작한 거예요. Und unsere die Koreaner, die mussten dann irgendwo hin wegfliehen. 그 강에 다리가 무너져 가지고 저 철교 위로 저렇게 저렇게 해서 넘어 가지고요. 살려고 지금 피난을 가는 장면입니다. Aber die Brücke ist dann in sich zusammengebrochen und dennoch möchten die Menschen verzweifelt versuchen wegzufliehen und die klettern dann über diesen ganzen Metallgerüst. 그러니까 우리는 이런 사진을 보면서 그때 당시에 무슨 일이 있었는지를 이제 짐작하는 거죠. Und während wir diese Bilder anschauen, können wir ein bisschen sehr nachfühlen, wie es wohl in dieser Zeit gewesen sein muss. 이거 아주 유명한 사진인데. Das ist ein sehr sehr bekanntes Bild. 이게 아프리카 수단에서 찍은 사진이에요. Das ist ein Bild im afrikanischen Sudan. 이 여자 네 살짜리 여자인데. Das ist ein vierjähriges Mädchen. 여러분 봐도 너무 이게 불쌍해 보이죠. Allein bei dem Anblick schnürt sich einem die Kehle. 얘가 너무 먹을 게 없어가지고 배가 고파가지고 이제 음식을 보급해 주는 곳에 가고 있는 거예요. Dieses Mädchen ist auf dem Weg da, wo man Essen austeilt, weil sie ja so Hunger hat. 근데 걸을 힘이 없는 거예요. Aber sie hat keine Kraft mehr zu gehen. 그까지를 못 가는 거예요. Also sie schafft es nicht mehr zu diesem Essensort. 그 뒤에 보면 독수리 한 마리가 있잖아요. Und hinter ihr sehen wir einen Geier. 이 독수리가 지금 이 소녀가 쓰러지기만 기다리고 있는 거예요. Und dieser Geier erwartet ja eigentlich nur noch auf diesen Moment, wo das Mädchen dann komplett einfach zusammenbricht. 그럼 이제 뜯어 먹으려고. Weil dann der Geier anfangen kann von ihr zu essen. 이거를 사진 기자가 찍었어요. Und das Ganze hat er festgehalten in diesem Foto der Fotograf. 그리고 이제 이걸 전 세계에다 이제 기사로 내보낸 거죠. Und dieses Bild oder mit dem Text hat er komplett in die Welt veröffentlicht. 그러니까 우리는 멀리 떨어져서도 이 기사 사진을 보면서 아, 이 수단이라는 나라가 지금 이렇게 너무 어렵구나 이걸 느끼는 거죠. Während wir in einem ganz anderen Land leben in einer Ferne können wir dieses Bild sehen und sagen, okay, in diesem Land Sudan geht es also wirklich sehr sehr schlecht. 예. 그 이 사진 기자가 이 사진을 찍고 얼마 뒤에 자살을 했어요. Aber der Fotograf, nachdem er dieses Bild veröffentlicht hat, kurz darauf hat er Selbstmord begangen. 예, 사진 찍고 나서 비난을 너무 많이 받은 거예요. Weil nachdem er dieses Foto veröffentlicht hat, hat er sehr viel Kritik bekommen. 야, 이 사진을 찍어야 되는 게 아니고 독수리를 쫓아내야 되지. Es ist doch gar nicht so, dass du ein Foto hier machen musst, sondern du musst doch diesen Geier irgendwie wegverscheuchen. 아주 비양심적인 사람이라고 이 사람이 비난을 많이 받아 가지고 얼마 뒤에 목숨을 끊었다 하더라고. Du bist ein ganz unmoralischer Mensch und dann hat er so viel Kritik bekommen, dass er letztendlich sich selbst umgebracht hat. 이게 난민들. Das sind Flüchtlinge. 예, 요즘에 일어나고 있는 일입니다. Das sind eher aktuellere Bilder. 예, 이것도 이제 난민들 요즘에 일어난 모습이고요. Das sind auch Bilder von Menschen auf der Flucht. 예, 이게 다 이제 퓰리처상을 받은 수상작들이에요. Und das sind alles Bilder, die mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet worden sind. 예, 이거 기억납니까? Erinnert ihr euch daran? 예. 2001년도 9.11 사태 때죠. Das ist ja der 11. September 2011 gewesen. 네, 쌍둥이 빌딩 무너지는 겁니다. 그때 이제 죽은 동료들을 이제 장례식을 치르면서 이 모습이죠. Und das ist die Szene, wo die Kollegen an ihre verstorbenen Kollegen gedenken. 예. 여러분 14장 보겠습니다. 출애굽기 14장. 2. Mose Kapitel 14. 13절. Vers 13. 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. 예. 여호와께서 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. Ja, seht diesen Heil, was der Herr für euch heute tun wird. 여러분, 하나님이 우리에게 뭘 하라고 이야기하고 있습니까? Ja, was sagt der Herr, sollen wir heute also tun? 보라는 거예요. Wir sollen also sehen. 여러분, 신문 기자들이 그 상황을, 그 사건이나 어떤 역사를 찍어가지고 다른 사람들에게 알게 전달하는 것처럼. Genauso wie die Journalisten oder Fotografen eine Szene aufnehmen, in ihrem Bild festhalten und das der Welt sagen. 하나님이 우리를 부르신 목적은 뭐냐면 하나님의 일의 증인이란 말입니다. Was ist dann das Ziel und Zweck, warum Gott uns gerufen hat? Das ist ja, damit wir der Zeuge Gottes werden und zusehen. 여러분, 하나님이 일하심을 증거하려면 제일 먼저 우리가 해야 될 게 뭐냐면 봐야 되는 거죠. Wenn ich Zeugnis geben möchte über die Dinge, die Gott getan hat, dann das allererste, was wir doch machen müssen, ist doch erstmal zu sehen. 맞습니까, 안 맞습니까? Stimmt das oder stimmt das nicht? 맞죠?
여러분 하나님이 일하는 걸 봐야 하나님을 증거할 수가 있죠. Ja, erst wenn ich sehe, wie Gott doch arbeitet, kann ich ja erstmal darüber Zeugnis geben und zeugen. 그 여기 뭐라고 하나님 말씀하셨냐면 Und weiterhin sagt er. 야, 두려워하지 말고 가만히 서라. Versteh, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu. 하나님이 이스라엘 백성들을 막 형편 어려운 형편 속으로 막 밀어넣는 거예요. Ja, der Herr tut die Israeliten in eine ganz schwierige Situation hinein drängen. 앞에는 홍해 바다가 가로막혀 있고. Vor ihnen steht das Rote Meer. 뒤에는 애굽 백성들이 막 죽이려고 쫓아오고 있고. Hinter ihnen kommen die Ägypter, um sie zu verfolgen. 꼼짝할 수 없는 이제 죽을 수밖에 없는 그 형편으로 하나님 몰아가시는 거예요. Die sind wirklich ja wirklich in einer verzwickten Lage, wo sie wieder nach vorne nach hinten gehen können. So eine Lage hat der Herr sie gebracht. 왜 이스라엘 백성들을 당신의 자녀들을 사랑하는 자녀들을 그 어려운 형편에다가 하나님 집어넣으십니까? Aber warum tut der Herr seine eigenen Kinder, sein geliebtes Volk in so eine schwierige Situation denn bringen? 예, 너무 위험하고 죽을 수밖에 없는 그런 형편인데. In so eine gefährliche und kritische Situation bringt er sein eigenes Volk. 누가 이스라엘 백성을 거기에 밀어넣었습니까? Ah, wer hat denn das Volk Israel in diese Situation hineingebracht? 하나님. Das war ja Gott gewesen. 맞죠? Nicht wahr? 왜요? Warum? 하나님이 행하는 것을 봐라. Ja, damit ihr sehen könnt, wie Gott arbeitet. 예, 그곳에 가야 하나님이 행하는 걸 볼 수 있다는 겁니다. Erst wenn du an diesem Ort bist, kannst du genau sehen, wie Gott arbeitet. 예, 14절. Vers 14. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. 지금 우리가 여러분 공사하고 있잖아요. Ja, wir haben hier daneben einen Umbau. 내 마음에 처음에 너무 이게 처음에 참 많은 갈등이 있었어요. Anfangs hatte ich in meinem Herzen sehr große Konflikte gehabt. 이제 공사 이제 4월 말에 여기서 하기로 결정이 됐어요. Weil wir haben uns ja entschieden Ende April, das Worldcamp findet ja hier statt. 이제 여기에서 우리가 수양회를 세계대회를 해야 되는데. Also hier müssen wir unser Worldcamp oder die ganzen Konferenzen ausführen. 공사를 해야 되잖아요. Aber dafür brauchen wir erstmal die Renovierung. 저 창고에서 할 수 없잖아요. Wir können es ja nicht einfach alles in einer Lagerhalle stattfinden lassen. 공사하려면 뭐가 필요합니까? Wenn wir umbauen möchten, was brauchen wir? 예. 공사하려면 뭐가 필요하죠? Was brauchen wir, wenn wir renovieren? 예, 감독님이 필요하죠. Erstens mal eine Regie. 예, 공사 제일 필요한 게 이제 감독님이에요. Das allermeiste, was wir brauchen, ist ja eine Anweisung. 제가 야, 배장로님이 이제 우리 여기 감독님인데. Und ältester Bae, er ist ja unsere Regie gerade. 그때 배장로님이 여기 창원 예배당 공사를 하고 계셨어요. Aber der älteste Bae war gerade in Korea in Changwon und hat dort das Gemeindehaus renoviert. 배장로님을 오시라고 해야 되는지 말아야 되는지 그게 너무 갈등이 되는 거예요. Und ich war in einem ziemlich großen Dilemma und zwar soll ich jetzt den ältesten Bae rufen oder soll ich ihn nicht rufen? 공사를 하기 위해서는 옷이라고 해야 되는데. Weil wenn ich diese renoviere betrachte, denke ich, ich muss ihn hierher holen. 근데 내 마음에 오면 뭐 하냐? Aber auch wenn er hierher kommt. 공사하려면 돈이 있어야 되는데. Um zu renovieren brauchen wir auch das ganze Geld dafür. 돈이 없는데 어떻게 공사를 해? Aber ohne Geld, wie soll man dann renovieren? 그러니까 부르면 뭐 하나 마음이 드는 거야. Ich dachte mir, auch wenn ich ihn jetzt hierher hole oder einlade, was bringt das eigentlich? 또 마음에 안 부르면 뭐 어쩔래? 그래. Aber im Herzen dachte ich mir wieder, aber wenn ich ihn auch nicht hierher hole, was bringt es mir da? Weiter. 공사 안 하고 저기서 할 수가 없잖아요. Aber hier können wir ja nicht das World Camp haben, ohne davor renoviert zu haben. 그러니까 이 진짜 이 딜레마에 빠진 거예요. Also ich war wirklich in einem riesen Dilemma gewesen. 갈 수도 없고 뒤로 갈 수도 없고. Also ich kann weder vorwärts noch nach rückwärts. 불러야 되냐? 장로님을 불러야 되냐? 말아야 되냐? Ja, soll ich ihn rufen oder soll ich ihn nicht rufen? 장로님을 부르려면 그 하고 있는 공사를 중단하고 한국의 그 창원 공사를 중단하고 불러야 되거든. Wenn ich ihn rufe, heißt es ja, er soll die ganze Arbeit dort in Changwon einstellen und dann nach Deutschland kommen. 왜냐하면 장로님 부르려면 박 목사님이 허락을 맡아야 돼요. Wenn man den ältesten Bae hier irgendwo einladen will, braucht man die Erlaubnis von dem Pastor Ok Soo Park. 그래. 망설이다가 이제 박 목사님한테 연락을 드렸죠. Und ich habe ziemlich gezögert und dann habe ich doch den Pastor Park kontaktiert. 박 목사님이 이제 전화를 하셔가지고 이제 장로님 일로 오신 거예요. Und der Pastor Park hat dann den ältesten Bae angerufen und deswegen ist er jetzt nach Deutschland gekommen. 그래 오기로 결정돼서 기쁘긴 기쁜데. Und natürlich ich war glücklich, weil er erstmal entschieden war, er wird nach Deutschland zu uns kommen. 오시면 오셔가지고 일이 할 게 없어갖고 가만히 앉아 있을 거 생각하니까 걱정이 되는 거예요. Und dann hatte ich wieder diese Befürchtung und die Angst. Er kommt hierher, weil wir haben gar nichts zu tun. Er sitzt einfach nur den ganzen Tag lang so da. 일을 하려면 돈이 있어야 자재를 사고 준비를 하는데. Weil wenn wir arbeiten möchten, brauchen wir Geld, um die Materialien zu kaufen. 아 진짜 그때 마음에
야, 이러지도 못하고 저러지도 못하고 참 많은 갈등이 있었습니다. Ich hatte in meinem Herzen wirklich einen großen Konflikt. Ich konnte weder das noch das tun. 근데 결국 이제 장로님이 오셨는데. Aber letztendlich ist er dann der Älteste zu uns gekommen. 오셔가지고 지금 여러분 공사되는 거 보죠. Und ihr seht doch selbst, wie wir gerade die Lagerhalle umbauen, oder? 이번에 가나 갔다 오니까 진짜 교회 예배당이요 너무 변한 거예요. Ich war dieses Mal in Ghana. Ich war zurück und dieses Gebäude hat sich komplett einfach 360 Grad verändert. 가나 있을 때 몸은 가나 있어도 마음은 항상 여기 있는 거예요. Ja, natürlich. Ich war körperlich in Ghana, aber mit meinem Herzen war ich ja ständig eigentlich hier gewesen. 아, 오늘은 얼만큼 변했을까? Ich habe mich innerlich so gefragt, wie viel Veränderung hat wohl heute stattgefunden? 돌아왔는데 진짜 교회가 너무 아름답게 변한 거예요. Und ich bin zurückgeflogen, habe eine ganz andere Lagerhalle vorgefunden. 야, 이 뭐예요? 이 뭡니까? 군사들을 이끌고 야 이만큼 했다는 게 진짜 제 마음에 기적 같더라고요. Und es war für mich wie ein Wunder, dass der älteste Pei all diese Arbeiter oder Soldaten mitgenommen hat, um dort zu arbeiten. 뭐를 보느냐 하면. Und worauf schauen wir? 우리가 부담 앞에 딱 서면요. Ja, wenn wir direkt vor einer Bürde stehen. 하나님이 우리를 이런 부담 속으로 집어넣습니다. Dann tut uns der Herr wirklich hinein, ja führen in diese Last. 이 안에서 우리에게 뭘 보여주시느냐? Aber in diese Bürde, was zeigt der Herr uns? 하나님이 어떻게 일하시는지를 바라는 겁니다. Er sagt uns, schau doch ganz genau zu, wie Gott arbeitet. 장로님이 오시면서 하나님이 이 물질이 돈이 나올 수 있도록 은행에서 하나님이 도와주셨어요. Und auch als der Älteste zu uns kommen sollte, da hat uns Gott geholfen, dass die Bank uns auch Geld gibt. 은행에서도 돈 막 한꺼번에 안 줘요. Aber die Bank gibt uns ja nicht einfach so große Mengen. 우리 할 만큼 또 주고. Sie geben uns so Stückchenweise, dass wir daran dann damit arbeiten können. 조금 공사가 조금 중단됐어요. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen einen Stillstand bei der Renovierung. 왜냐면 우리 담당 직원이 지금 휴가를 가가지고. Weil unser Sachbearbeiter der Bank, er ist auf Urlaub. 돈을 다 빌려주고 가야 되는데. Da muss uns doch erstmal das ganze Geld zufließen lassen und dann in den Urlaub fahren. 네, 조금 빌려주고 휴가를 가버렸어요. Aber er hat uns ein Stückchen ja gegeben und dann ist er auf Urlaub gefahren. 화요일 날 휴가 갔다 온다 하는데. Und es hieß, am Dienstag kommt er zurück. 하나님이 어떻게 하나님이 일하시고 우리를 돕는지 그것을 보라고 우리를 이 부담 앞으로 밀어넣는 거란 말입니다. Es ist so, dass der Herr uns wirklich direkt zu dieser Bürde hinführt, damit wir sehen können, wie Gott arbeitet. 여러분, 하나님이 우리에게 뭘 하라고 했습니까? 가만히 있으라고 했습니까? Hat der Herr zu uns gesagt, wir sollen etwas tun oder hat er gesagt, wir sollen einfach nur stillstehen und sehen? 그러니까 여러분, 믿음이 없는 사람 특징이 뭐냐 하면 Und die typischen Eigenschaften von denjenigen, die keinen Glauben haben, sind 예, 믿음 없는 사람의 특징이 가만히 있는 걸 못 해요. Und zwar, sie können nicht einfach nur still bleiben. 뭔가를 해야 돼요. Ja, irgendetwas müssen sie tun. 뭔가를 해야 돼요. Also irgendetwas. 전에 우리 루드빅사핀 교회 있을 때 Zuvor, als wir in Ludwigshafen gelebt haben. 예배당 옆에 권 목사님이 이제 등굴나무를 심었어요. 등나무. Der Pastor Kwon, der hatte Efeu anwachsen lassen. 여름이면 이게 팍 올라와가지고 너무 교회를 이쁘게 만들어. Und wenn es Sommer wird, dann wächst dieser Efeu und dann der verziert das ganze Gebäude. 예, 교회 건물 가격보다 이 등나무 가격이 비싼데. Und anstatt des Gebäudehauses selbst war dieser Efeu viel teurer. 밖에서 보면 우리 교회가 너무 멋있어요. Wenn man von außen unsere Gemeinde sieht, dann sieht diese Gemeinde so toll aus. 우리 해마다 이제 5월달에 세계대회를 하는데. Wir haben ja jedes Mal Ende April unser World Camp gehabt. 세계대회를 갔다 왔는데 누가 등나무를 다 잘라낸 거예요. Ich war vom World Camp zurück und habe gesehen, jemand hatte das ganze Efeu weggeschnitten. 그게 벽으로 한 여섯 개인가 있는데 두 개인가 세 개 빼놓고 나머지를 반틈을 잘라놨어요. Also wirklich ungefähr 6 Stück waren das gewesen. Man hat ungefähr 4 einfach komplett weggeschnitten. 도대체 누가 이걸 잘랐냐? Ich habe gesagt, wer um Gottes Willen hat das alles weggemacht? 누가 했겠습니까? Und wer war das dann gewesen? 그때 우리 교회 박상용 목사님 부부가 부전도사로 부사역자로 있었어요. Da war der Pastor Sangyong Park damals als Co-Pastor gewesen bei uns. 애들이 있는데 이제 세계대회를 가야 되니까 애들을 볼 사람이 없잖아요. Sie haben ja Kinder, sie müssen zum World Camp nach Korea fliegen und sie hatten ja gar keine Aufpasser für die Kinder. 박상용 목사님 엄마 아빠가 한국에서 오신 거예요. Und Pastor Sangyong Park, seine Eltern sind dann aus Korea zu uns gekommen. 그래서 우리가 세계대 간 사이에 이제 교회에 계시면서 애를 봐준 거예요. Und währenddessen, wo wir nicht da waren, waren die Eltern bei uns und haben dann aufgepasst. 근데 박상용 목사님 엄마가 유명하신 분이에요. Aber die Mutter von dem Pastor Sangyong Park ist eine sehr berühmte Frau. 엄청 부지런하신 분. Weil sie nämlich sehr sehr fleißig ist. 가만히 있지를 못하신. Und sie kann überhaupt gar keine Minute irgendwie nur still bleiben. 어느 날 아침에 그 박상용 목사 아버지를 막
잠수를 하는 거예요. Und eines Morgens hat sie dann ihren Mann ganz schwer gescholten. 당신 하루 종일 밥 먹고 뭐 하냐고. Du sitzt den ganzen Tag nur rum und isst nur. Was machst du? 그럼 누워서 내가 뭐 하는데? Ja, was soll ich denn hier sonst machen? 할 게 없잖아요. Es gibt doch überhaupt gar nichts zu tun. 그래도 뭔가를 하라고. Aber doch irgendetwas musst du doch hier machen. 아무거나 하라고. Mach irgendetwas, was dir beliebt. 네? 톱이라도 들고 나무라도 잘라라. Ja, nimm eine Säge und schneid von mir aus die Bäume weg. 아, 아내가 막 너무 바가지를 끌으니까 아버지가 아버님이 견디질 못하고 밖으로 나온 거예요. Weil die Mutter so stark und kritisiert hat, konnte es der Vater auch nicht aushalten und ist dann einfach in den Hof gelaufen. 뭐 할까 하다 창고 가서 일단 톱부터 잡아서. Er hat gesagt, okay, was mache ich? Und dann geht er rein, holt sich einfach eine Säge. 그래가지고 나무를 자르자 해갖고 잘랐어요. Und dann hat er gesagt, okay, diese Bäume schneide ich weg. Und dann hat er die weggefällt. 한 반틈 자르고 나니까 이 섬찟한 거죠. Und als die Hälfte, 아닌 것 같은 거. Als die Hälfte weg war, dachte er sich, okay, irgendwas stimmt hier nicht. 그래, 그 세 개가 죽는 바람에. Und dann, als die drei Bäume sozusagen gestorben sind, 네, 교회가 모양이 이제 조금 흉해졌는데. Von da an ist ja die Gemeinde ein bisschen unschöner geworden. 가만히 있으면 되는데. Er hätte einfach nur still bleiben können. 뭔가를 해야 되겠다 싶으니까. Aber er dachte sich, nein, irgendetwas muss ich doch tun. 해서는 안 될 일을 하는 거예요. Und hat dann Dinge getan, die er nicht hätte tun sollen. 여러분, 우리가 하는 게 다 그렇습니다. Aber alles, was wir machen, das ist so. 여러분, 우리가 이곳에 와서 무엇을 하는 게 중요한 게 아니고요. Hier angekommen ist es nicht wichtig, dass wir irgendetwas tun. 야, 오 목사님 하지 마라 그랬다. Ah, Pastor O hat gesagt, wir sollen das nicht machen. 야, 오늘부터 이제 나 공사 안 한다. Ah, von heute an werden wir nicht mehr arbeiten oder renovieren. 농구도 하지 마, 그만. Ah, das, nee, dann gibt's auch kein... 농구, 농구도 kein Basketballspiel. 그럼 밥도 먹지 말고. Und dann gibt's auch kein Essen 아무것도 mehr. 하지 마라, 했으니까. Dann kannst du gar nichts mehr machen, weil es heißt ja, wir sollen nichts machen. 여러분, 밥, 뭐 농구하지 마라, 공사하지 말라는 게 아니고요. Aber es heißt ja nicht, wir sollen nicht Basketball spielen, wir sollen nicht renovieren. 여러분, 마음 중심에 하나님이 일하는 것을 보자. Sondern mitten in eurem Herzen müsst ihr sagen können, ah, ich möchte sehen, wie ja Gott arbeitet. 하나님이 어떻게 이 독일 교회를 위하시는지. Ich möchte sehen, wie der Herr für die deutsche Gemeinde ist. 하나님이 어떻게 유럽 교회를 위하시는지. Ich möchte sehen, wie sehr der Herr für Europa ist. 하나님이 어떻게 나를 바꾸시는지. Ich möchte sehen, wie der Herr ja mich verändert. 여러분, 내가 바뀌는 게 중요한 게 아니고요. Es ist ja gar nicht wichtig, dass ich mich irgendwie verändere. 하나님이 어떻게 나를 바꾸시는지를 봐야 So, ich muss ja sehen, ja, wie Gott mich verändert. 여러분, 그걸 보게 되면, Weil wenn ich das dann sehen kann, 야, 하나님이 나 같은 인간도 바꿨는데, 너도 바꿔. Wenn ich sagen kann, guck mal, Gott hat mich verändert, dann kann er auch dich verändern. 예, 하나님에 대한 믿음이 생기는 거죠. Dann werde ich diesen Glauben an Gott bekommen können. 야, 네가 바뀌려고 노력할 필요 없어. Du brauchst dich überhaupt nicht zu bemühen, dich zu verändern. 하나님 너를 바꿔. Weil Gott wird dich verändern. 야, 너 가만히 서서 하나님 일하는 걸 봐. Auch wenn du nur still stehst und siehst, ja, schau einfach nur zu, wie Gott arbeitet. 여러분, 역대하서에 한번 보겠습니다. 2. Chroniken. 역대하 2. Chronik 20장입니다. Kapitel 20. 20장 2. 17절 2. Chroniken, Kapitel 20, Vers 17. 이 전쟁에서 너희가 싸울 것이 없나니 항우를 이루고 서서 너희와 함께한 여호와가 구원하는 것을 보라. 유다와 예루살렘아, 너희는 두려워하며 놀라지 말고 내일 저희를 마주 나가라. 여호와가 너희와 함께하리라 하셨느니라 하매. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin und seht, steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht, morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. 예, 여기 뭐라고 했습니까? Was steht hier geschrieben? 전쟁에 너희가 싸울 것이 없다. Ja, es gibt nichts, wo ihr im Krieg kämpfen müsst. 우리에게 뭘 하라고 하셨습니까? Sondern was sollen wir dann machen? 항우를 이루고 서서 너희와 함께한 여호와가 구원하는 것을
보라. Trete nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. 여러분, 신앙이 힘든 이유는요. Ja, der Grund, warum das Glaubensleben schwer ist. 하나님이 일하는 걸 보려고 하는 게 아니고. Wir wollen nicht sehen, dass Gott arbeitet. 내가 어떤 일을 이루려고 하기 때문에 힘든 거예요. Sondern ich möchte selbst irgendetwas vollbringen und deshalb ist es so anstrengend. 여러분, 내가 바뀌려고 하니까 힘이 들죠. Es ist sehr, sehr anstrengend, weil ich ja versuche, mich zu verändern. 하나님이 나를 어떻게 바꾸는지 보자. Oder wenn ich sage, ich möchte sehen, wie Gott mich verändert. 그럼 그 사람은요, 하나님을 보게 됩니다. Dann dieser Mensch, der wird sehen, wie Gott arbeitet. 내가 담배 끊으려고 하면 힘들지만. Es ist schwer, wenn ich versuche, aufzuhören zu rauchen. 하나님이 어떻게 담배를 끊게 하는지 보자. Aber ich möchte sehen, wie Gott mich führt, dass ich aufhören kann zu rauchen. 야, 내가 진짜 이런 육신적이고 악한 마음을 가지고 있지만. Ich habe so ein fleischliches und so ein böses weltliches Herz. 하나님이 어떻게 하는지 보자. Aber lass uns doch sehen, wie Gott arbeitet. 여러분, 하나님이 우리를 왜 불렀습니까? Ja, warum hat denn Gott uns gerufen? 여러분, 하나님의 일은요. 하나님이 하시는 겁니다. Ja, Gottes Arbeit, die bewältigt er selbst. 우리를 왜 불렀습니까? Warum hat er uns dann gerufen? 하나님이 도움이 필요했습니까? Ja, hat der Herr Hilfe gebraucht. 제가 LA에 살 때인데. Das war, als ich in LA gelebt habe. 교회 청년들하고 한 번은 바닷가에 산타모니카 비치에 놀러를 갔어요. Ich war einmal auf Santa Monica mit den ganzen Jugendlichen von der Gemeinde. 교회 주일학교 학생들하고 청년들 다 같이 한번 갔는데. Also Jugendliche, Sonntagsschüler, alle die in der Gemeinde waren, sind wir alle zusammen hingefahren. 그때 오지영이가 세 살인가 그랬어요. 세 살인가 네 살이었어요. Und die Ruth war damals 3 Jahre alt. 예. 지금 오지영이가 많이 이뻐졌는데. Die Ruth ist ja jetzt viel viel hübscher geworden. 처음에는 사람들이 다 남자인 줄 알았어요. Als erst dachten alle, sie sei ein Junge. 오지영이를 이제 내가 안고 바다에 들어갔어요. Ich habe die Ruth dann mit mir genommen und dann bin ich ins Meer. 이제 파도가 막 밀려와요. Und dann kommen große Wellen auf mich zu. 파도가 오면 이제 내가 오지영이를 안고 이제 점프를 하는 거예요. Und wenn dann die Welle kommt, nehme ich die Ruth und dann springe ich so einmal. 그리고 점프를 이제 하고 재밌게 놀다가 Und ich bin gesprungen und hatte ganz viel Spaß dabei. 실수로 내가 넘어진 거예요. Aber dann habe ich einen Fehler gemacht und ich bin nach vorne gefallen. 오지영이가 물을 먹었어요. Und die Ruth hat dann Wasser geschluckt. 나도 먹고. Ich habe auch Wasser getrunken. 그 뭐 한번 정신을 차리고 나오니까 Und dann kam ich wieder zu Sinnen und dann war ich draußen. 아, 오지영이 울어요. 나가자요. Und die Ruth hat dann geweint, sie möchte weg rausgehen. 그래, 아이고, 지영 아빠 미안하다. 하고 이제 나왔어요. Ich gesagt, Ruth, ja, es tut mir leid. 야, 원숭이도 나무에 떨어질 때가 있어. Ja, es gibt auch Momente, wo ein Affe eben vom Baum fällt. 좀 쉬었다가 한 10분 쉬었다 이제 다시 들어가자 그래. Und nach 10 Minuten habe ich gesagt, komm, gehen wir wieder ins Meer rein. 오지영이가 안 들어가겠대요. Und Ruth hat gesagt, nee, sie möchte nicht mehr. 절대 안 들어가겠대요. Sie meinte, sie möchte nicht mehr wieder 야, ins Wasser. 야, 가자. 여기서 뭐 하냐? 들어가자. Ich habe gesagt, was machen wir denn hier sonst? Lass uns doch ins Wasser gehen. 안 들어간대요. Und dann sagt sie, nein. 그러면 야, 그럼 너 오지 마. 아빠 혼자 갈 거야. Ich habe gesagt, okay, dann bleib du hier. Ich werde allein dahin gehen. 보니 얘가 아빠를 못 믿는 거예요. Und ich habe gesehen, sie konnte ihrem Vater nicht mehr vertrauen. 그 불안해서 이제 다시 안 가려고 하는 거예요. Weil sie jetzt Angst hat, möchte sie nicht mehr mitgehen. 그래, 좀 내가 열받아. 그럼 아빠 혼자 간다. 너 여기 있어. Und dann bin ich ein bisschen wütend geworden, habe gesagt, okay, dann geht Papa allein, du bleibst hier. 아빠 안 돼. Und dann sagt sie, ah, Papa, das geht auch nicht. 혼자 가지 마. Ah, geh nicht alleine. 내가 갈게. Ich gehe. 아빠 그 대신 내 손 꼭 잡아 그러더라고요. Ah, Papa, dafür musst du mich ganz fest an meiner Hand halten. 자기가 아빠를 잡아주겠대요. Sie meint, dass sie mich beschützen wird und mich festhalten wird. 여러분, 애가 아빠를 도와줄 수 있습니까? Kann denn ein Kind dem Vater helfen? 도와주는 겁니까? 짐입니까? Ist denn dein Kind eine Hilfe oder ist sie eher eine Last? 혼자 하면 오히려 더 잘하죠. Um ehrlich zu sein, wenn ich alleine bin, kann ich es ja noch besser. 근데 애가 어리니까 아빠가 불안해 보이니까 자기가 잡아주고 싶은 거예요. Aber sie als Kind sieht, die Situation ist schwer und der Vater ist unsicher, deswegen helfe ich dem Vater. 하나님이 여러분 도움이 필요해서 우리를 불렀습니까? Ja, hat der Herr uns gerufen, weil er unsere Hilfe 네. braucht? 여러분 하나님이 도움이 필요하신 분입니까? Braucht der Herr denn unsere Hilfe? 그래 생각합니까? Denkt ihr etwa so? 여러분 진짜 못 박을 사람이 필요해서 여러분 부른 것 같습니까? Denkt ihr, er braucht jemanden, der jetzt die Nägel in den Wand hammert, deswegen hat er euch gerufen?
그래 생각한 사람 있죠? Es gibt bestimmt unter euch, die so denken, oder? 이게 당기냐, 너가 다냐? Ja, die fragen sich, ist das Studentenmissionär oder ist das einfach nur Bauarbeit? Ja, 이 시간 밖에서 일을 하면 일당이라도 받지. Wenn ich hier draußen irgendwo arbeiten würde, würde ich wenigstens einen Stundenlohn bekommen. Ja, 지금 우리 이거 뭐 하는 거냐? 잘못 온 거 아니냐? Ja, was machen wir hier? Sind wir irgendwie nicht an einer falschen Adresse geraten? 여러분 진짜 하나님이 여러분 뭐 못 받고 뭐 공사하고 이 사람이 필요해서 불렀겠습니까? Ja, denkt ihr wirklich, der Herr hat euch gerufen, weil er jetzt Leute braucht, die die Nägel in die Wand hammert und viele Arbeiten macht? 여러분 신앙의 초점을 하나님의 부르심에 맞추는 사람이 있어요. Es gibt Menschen, die legen den Fokus in ihrem Glaubensleben auf den Herrn. 자, 이사야 43장 보겠습니다. Jesaja Kapitel 43. Vers 10. 나 여호와가 말하노라 너희는 나의 증인 나의 종으로 택함을 입었나니. Ihr seid meine Zeugin, spricht der Herr, mein Knecht, den ich erwählt habe. 여러분 하나님이 우리를 왜 불렀다고 했습니까? Warum sagt der Herr, hat er uns erwählt? 너희는 나의 증인 그랬습니다. Er sagt, ihr seid meine Zeugen. 하나님이 모세를 왜 불렀습니까? Warum hat der Herr den Mose gerufen? 야, 내가 이스라엘 백성을 애굽에서 이제 건질 거야. Ich möchte jetzt die Israeliten aus Ägypten herausführen. 근데 하나님이 일을 하시는데 그것을 보고 증거할 사람이 필요한 거예요. Ja, Gott wird arbeiten, er braucht aber jemanden, der diese ganze Arbeit sieht und darüber zeugen kann. 모세의 능력이 필요한 게 아닙니다. Er braucht nicht die Kraft von Mose. 알겠습니까? Versteht ihr? 모세의 지혜가 필요한 게 아니에요. Gott braucht nicht die Weisheit von Mose. 이스라엘 백성을 애굽에서 건지는 것은 그것은 하나님만 하실 수 있는 일입니다. Die Israeliten aus Ägypten herauszuführen, das ist eine Arbeit, die kann nur der Herr machen. 자, 11절. Vers 11. 나 곧 나는 여호와라 나 외에 구원자가 없느니라. Ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. 여러분 이스라엘 백성을 구원하실 분은 하나님밖에 없습니다. Das heißt, es gibt nur Gott, der die Israeliten aus Ägypten befreien kann. 12절. Vers 12. 내가 고하였으며 구원하였으며 보였고 너희 중에 다른 신이 없었나니 그러므로 너희는 나의 증인이요 나는 하나님이니라 여호와의 말이니라. Ich hab's verkündigt und habe auch geholfen und hab's euch sagen lassen. Und es war kein fremder Gott unter euch. Ihr seid meine Zeugin, spricht der Herr, und ich bin Gott. Ja, 너희는 나의 증인이요, 그러죠. Ihr seid meine Zeugen, sagt Gott. 13절 같이 읽겠습니다. Vers 13 werden wir alle zusammen lesen. 시작. Los. 과연 태초로부터 나는 그니 내 손에서 능히 건질 자가 없도다. 내가 행하리니 누가 막으리요. 내가 행하리니 그랬죠. Hier steht ich wirke. 내가 하겠다 이 말입니다. Das heißt, ich werde es machen. 야, 내가 하겠는데 누가 막겠냐? Wenn ich es machen werde, wer möchte das denn etwas wenden? 여러분, 누가 하나님의 행하심을 막을 수가 있습니까? Ja, wer kann denn die Arbeit Gottes überhaupt behindern? 하나님이 유럽을 구원하시겠다는데 누가 막을 수 있습니까? Wenn Gott sagt, ich möchte Europa erretten, wer kann da daherkommen und sagen, das geht nicht? 유럽 사람이 교만하면 어때요? Ja, na und wenn die Europäer hochnäsig sind? 여러분 여기 좀 뭐요 독일 사람들 좀 봤습니까? Habt ihr hier einige Deutsche gesehen? 여기 살다 보니까 여기가 독일인지 뭐 한국이 어디 뭐 완도인지 잘 구분이 안 가죠. Hier in Offenbach in der Gemeinde angekommen, zweifelt ihr manchmal, oder? Bin ich jetzt in Deutschland angekommen oder bin ich irgendwie in einem abgelegenen Ort in Korea? 어떤 목사님이 뉴욕 맨하탄 뉴욕 교회를 갔 돼요. Ein Pastor, er war mal in der New Yorker Gemeinde. 그 뉴욕 교회 매일 전도를 갔대요. Und in der New Yorker Gemeinde gehen sie jeden Tag evangelisieren. 우리 교회가 있는 동네가 작은 동네거든요. Und dieser Ort, wo unsere Gemeinde steht, ist ein sehr kleiner Ort. 며칠 다니더만 하는 말이. Und er ist ein paar Tage herumgelaufen und dann hat er festgestellt. 뉴욕이나 담양이나 똑같네. Und er sagt, ja, New York und 담양. 담양, das ist einfach ähnlich. 담양 알죠? 한국에 그 대나무 많이 나는 도시. Kennt ihr Damyang? Das ist eine Stadt in Korea, wo es sehr viele Bambus gibt. 그걸 뉴욕 목사님들이 들었대요. Und das haben die Pastoren aus New York gehört. 당장 그 다음 날 이 목사님 부부를 맨하탄 구경을 시켜줬대요. Und sofort haben sie diesen Pastors Ehepaar genommen und haben sie ihnen Manhattan gezeigt. 그 다음 날부터는 입이 탁 다물어진 거예요. Also New York gezeigt und seitdem haben sie dann ihren Mund ganz fest zugemacht. 여기 여러분
여기는 독일 사람 별로 없지만. Ja, hier auch wenn es nicht so viele Deutsche gibt. 앞으로 보게 될 겁니다. In Zukunft werdet ihr mehr und mehr einige sichten können. 교만하게 생겼어요. Sie sehen ziemlich arrogant aus. 여러분, 유럽 사람이 교만하면 뭐가 문제입니까? Aber was ist denn jetzt so schlimm, wenn die Europäer hochnäsig sein sollen? 마음이 높으면 뭐가 문제입니까? Auch wenn ihre Herzen hoch sind, was ist das Problem? 내가 행하리니 누가 막으리요? Hier steht doch, ich wirke, wer will's wenden? 내가 행하겠다. Er sagt ja, ich will's machen. 누가 막겠냐는 거예요. Und wer soll sich dagegen stellen? 야, 내가 너를 사람 낚는 업으로 만들겠다. Daher, sei, ich möchte dich zu einem Menschenfischer machen. 누가 막을 수 있습니까? Wen gibt es, der da etwas gegen haben kann? 여러분, 행하시는 분은 하나님입니다. Weil derjenige, der das macht, das ist nämlich Gott. 우리는요? Und wir? 증인입니다. Ja, wir sind ja nur die Zeugen. 하나님이 하시는 일을 보고 증거하는 겁니다. Ja, wir sehen das, was Gott macht und darüber geben wir Zeugnis. 모세가 하나님의 마음을 모르니까 부담스러운 거죠. Aber ja, Mose das Herz Gottes nicht kennt, deswegen empfindet er diese Art Bürde. 하나님, 내 지혜가 필요한가? Ah, braucht denn der Herr etwa meine Weisheit? 내 능력이 필요한가? Braucht der Herr etwa meine Kraft? 아, 내가 말을 잘하니까 하나님 불렀구나. Oder vielleicht weil ich also beredt bin, braucht er irgendwie braucht er mich. 혹시나 그렇게 생각할까 봐. Und falls, also in der Befürchtung, dass er so denken würde, 여러분들이 혹시나 그렇게 생각할까 봐. Wegen dieser Befürchtung, ihr könntet so denken. 하나님이 세상에서 가장 연약하고 못난 자를 불러버렸습니다. Hat der Herr die Schwächsten und die Mangelhaftesten überhaupt zusammengerufen? 맞습니까? Nicht wahr? 대답하기 싫습니까? Wollt ihr nicht antworten? 제일 못나고 연약한 자들 아닙니까? Seid ihr denn nicht auch die Schwachsten und die kleinsten Menschen? 왜냐하면 조금 똑똑하고 잘난 사람 부르면. Weil wenn wir ein bisschen intelligentere und fähige Menschen hier zusammenrufen. 역시 하나님 보는 눈이 있구나. Sagen sie, ah, guck mal, Gott, der kann, der hat ein Auge dafür. 내가 이번에 독일 단기 가서 내가 보여줘야지. Ja, ich als Studentin Missionar, diesmal in Deutschland, möchte es Ihnen wirklich einmal zeigen. 독일 목사님 이제 쉬십시오. Er würde sagen, ah, deutsche Pastoren, ihr könnt euch alle jetzt ausruhen. 내가 갑니다. Weil ich komme jetzt. 그래 온 사람이 있어요. Es gibt einige, die wirklich so gekommen sind. 옛날에 김유진 전도사님이라고. Der hieß Pastor Eugene Kim. 오스트리아 단기를 갔는데. Er ist als österreichischer Studentenmissionar nach Europa gekommen. 속으로 막 외쳤다 가다. Innerlich hat er ja wirklich geschrien. 오스트리아 목사님, 사모님, 이제 쉬십시오. Ah, Pastor und Saumonim aus Österreich, jetzt könnt ihr endlich euch ausruhen. 김유진이가 왔습니다. Denn Eugene Kim ist da. 그래 와 그 다음 날부터 몸살 나가지고. Und direkt am nachfolgenden Tag ist er krank geworden. 거기 있다가 이제 나중에 이제 성교학교 가서 이제 독일 우리 저희 교회로 왔어요. Und danach ging er in die Missionsschule und dann ist er zu unserer Gemeinde gekommen, wieder nach Deutschland. 또 루드윅스 교회 오면서 또 그만 갖고 온 거예요. Und wieder nach Ludwigshafen ist er mit diesem Herzen gekommen. 오 목사님 이제 쉬십시오. Ah, Pastor, jetzt kannst du dich ausruhen. 김유진 전도사 이제 갑니다. Weil Pastor Eugene Kim ist da. 그날 고기 썰다가 고기를 썰었어요. Aber an diesem Tag hat er Fleisch geschnitten. 피가 났어요. Und hat geblutet. 많이 피 난 건 아닌데. Also er hat nicht viel geblutet. 화장실에 그 씻으러 갔다가. Und dann ist er auf die Toilette gekommen, um das zu waschen. 그 물 대였는데. Und er hat einfach das und das fließende Wasser gehalten. 그대로 기절을 해버렸. Und er ist einfach komplett. Er ist komplett einfach ohnmächtig geworden dabei. 상처도 조금 났는데. Dabei war es eigentlich eine kleine Schnittwunde gewesen. 그 물 좀 대였다고 그냥 기절해버렸. Aber er hat dann unter das Wasser gehalten und dann war er weg. 그런 전도사님이 있어요. Es gibt auf jeden Fall so einen Pastor. 누구라고 내가 이름을 안 밝히는. Also ich möchte ja nicht sagen, wie er heißt. 전 절대 사람들 이름 공개 안 해요. Generell sage ich nie die Namen von Menschen. 내가 말했습니까? Aber habe ich schon gesagt, dass es der Pastor Eugene Kim ist? 맞죠? Ich habe es ja noch nicht gesagt, oder? 여러분 하나님이 왜 세상에서 가장 연약하고 못난 사람을 불렀냐? Warum hat der Herr von der ganzen Welt die schwächsten und die unfähigsten Menschen zusammengerufen? 내가 조금 능력이 있고 잘났다고 생각하는 사람들은. Diejenigen, die denken, ich bin fähig und ich kann etwas. 내가 도우려고 하고 내가 뭔가를 하려고 하는 거예요. Dann möchten sie selbst gehen und helfen und selbst irgendetwas ja machen. 여러분 내가 하는 동안 하나님은 합니까 안 합니까? Während ich doch etwas mache, macht da der Herr auch etwas?
문제가 그거예요. Ja, das ist ja gerade das Problem. 하나님 뭐라고 했습니까? Was hat Gott gesagt? Ja, 나는 사람의 손으로 지은 전에 거하지 않는다. Die Tempel, die mit Menschenhänden gemacht sind, da wohne ich nicht. 그래서 하나님은 모세가 늙기를 기다리신 거예요. Und deswegen hat der Herr gewartet, dass Mose ganz alt wird. 연약해지기를 기다리신 거예요. Ganz gebrechlich und schwach. 진짜 아무 자신 없고 능력이 없는 사람이 되기를 기다리신 거죠. Er hat gewartet, dass er ganz alt wird, dass er gar keine Fähigkeiten mehr hat, irgendetwas zu bewerkstelligen. 모세는 하나님의 마음을 알게 됐습니다. Und Mose hat dann das Herz von Gott entdeckt. 아, 나는 하나님이 하는 일을 봐야 되는구나. Ah, ich bin also jemand, der muss sehen, wie Gott also arbeitet. 그리고 증인이 되어야 되는구나. Und ich muss dann ein Zeuge von ihm werden. 모세는 하나님이 가장 가까운 곳에서 하나님이 하시는 것을 봤습니다. Und der Mose hat ja ganz nah immer gesehen diese Dinge, die der Herr gemacht hat. 하나님이 어떻게 이스라엘 백성을 구원하는지를 가장 가까운 데서 봤습니다. Mose war der allernächste, der diese ganzen Auszug aus Ägyptenland gesehen hat. 그걸 책으로 적었죠. Und das hat er ja alles in seinen Büchern festgelegt. Festgeschrieben. 예, 모세가 그걸 다 기록을 했습니다. Er hat das hier alles festgehalten in seinen Büchern. 예, 그게 뭔지 압니까? Wisst ihr, was diese Bücher sind? 예, 에르스테 모세, 쯔바이테 모세, 드리테 모세, 피어테 모세, 품프테 모세. Das sind ja die Bücher von Mose, also erste, zweite, dritte, vierte und fünfte. 예, 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기예요. Erste, zweite, dritte, vierte und fünfte Mose ist das. 이거 모세가 하나님이 일하는 것을 보고 증거하는 겁니다. Das ist ja alles wirklich das Zeugnis über die Arbeit Gottes, die er gesehen hat. 자, 하나 더 보겠습니다. Lass uns noch eine Stelle suchen. 출애굽기. 2. Mose. 6장입니다. 2. Mose Kapitel 6. 자, 이제 하나님이 모세를 바로 앞에 보냅니다. Jetzt schickt der Herr den Mose bis zum Pharao vor. 너무 부담스럽죠. Natürlich, er hat unglaublich große Bürde. 야, 내가 과연 바로 앞에 가서 무엇을 할 수 있을까? Wenn ich vor dem Pharao stehe, was kann ich denn schon schaffen? 6장 1절입니다. 2. Mose Kapitel 6 Vers 1. 여호와께서 모세에게 이르시되 이제 내가 바로에게 하는 일을 네가 보리라. Da sprach der Herr zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. 하나님이 왜 모세를 바로 앞에 보냅니까? Ja, warum schickt der Herr den Mose vor zum Pharao? 네가 바로하고 싸워서 내 백성을 끄집어내라는 게 아니죠. Das heißt, niemals du sollst vorgehen mit ihm streiten und mein Volk da ausziehen lassen. 하나님이 그 부담스러운 곳으로 보내는 이유는 Der Grund, warum der Herr den Mose zu so einer bürdevollen Arbeit hinschickt. 모세의 능력으로 이 문제를 해결하라는 게 아니고요. Ist ja nicht, damit Mose mit seinen eigenen Fähigkeiten dieses Problem bewältigen soll. 이제 내가 바로에게 하는 일을 네가 보리라. Sondern du sollst ab jetzt sehen, wie ich für Pharao arbeite. 모세가 바로 앞에 가면 모세는 하나님이 행하는 걸 보게 됩니다. Weil wenn der Mose zu Pharao vorgeht, wird er von diesem Moment an sehen, wie der Herr arbeiten wird. 여러분들이 하나님이 인도하는 곳에 가게 되면 Wenn ihr zu dem Ort hingeht, wo der Herr euch ja geführt hat, 예, 그곳에서 여러분이 일을 하는 게 아니고요. Dann an diesem Ort werdet nicht ihr selbst arbeiten. 하나님이 일을 하는 걸 보게 됩니다. Sondern der Herr wird arbeiten und das werdet ihr sehen. 저는 교회 안에서 선교회 안에서 하나님 일하는 걸 참 많이 봤습니다. Während ich in der Gute Nachricht Mission bin, habe ich so oft gesehen, wie Gott arbeitet. 제 인생 속에서 하나님이 행하는 걸 참 많이 봤습니다. Ich habe sehr oft gesehen, wie Gott auch in meinem Leben gearbeitet hat. 이제는 증거합니다. Und jetzt gebe ich Zeugnis darüber. 누구를 만나도요, 하나님이 내게 행하신 일, 하나님이 우리 교회 안에 행하신 일들을 증거합니다. Egal, wenn ich da über den Weg laufe, erzähle ich immer darüber und gebe Zeugnis darüber, wie Gott in der Gemeinde gearbeitet hat, wie Gott in meinem Leben gearbeitet hat. 여러분, 이게 능력입니다. Und genau das ist die Kraft. 하나님이 한 것을 보고 증거하는 것. Ja, diese Arbeit Gottes zu sehen und darüber Zeugnis zu geben. 자, 성경 하나만 더 보겠습니다. Wir werden noch eine Stelle in der Bibel suchen. 잠언. In Sprüche. 잠언 14장입니다. Sprüche Kapitel 14. Vers 25. 자, 이것도 같이 읽어보겠습니다. Das werden wir auch zusammen lesen. 14장 25절입니다. Kapitel 14, Vers 25. 시작. Los. 진실한 증인은 사람의 생명을 구원하여도 거짓말을 뱉는 사람은 속이느니라. 여러분, 진실한 증인은 사람의 생명을 구원할 수 있습니다. Ein wahrhaftiger Zeuge, er kann Menschenleben retten. 예. 증인은 뭘 이야기했습니까? Ja, was über was redet der Zeuge? 하나님을 이야기한 거예요. Er redet doch über Gott.
하나님이 저 사람을 건졌어. Gott hat diesen Menschen gerettet. 하나님이 이스라엘 백성을 건졌어. Ah, Gott hat das Volk Israel gerettet. 하나님이 너도 건져. Gott wird auch dich retten. 여러분, 진실한 증인은요, 사람의 생명을 건져낼 수 있습니다. Ein wahrhaftiger Zeuge, er kann Menschenleben retten. 여러분 인생에 행하시는 하나님을 보면, wenn ihr den Gott seht, der in eurem Leben arbeitet, 단기 생활 속에 행하시는 하나님을 보게 되면, wenn ihr diesen Gott seht, wie er in eurer Studentenmissionszeit arbeitet, 예, 진실한 증인은 보고 증거하는 사람이죠. Dann ein wahrhaftiger Zeuge ist doch jemand, der erstmal sieht und das dann Zeugnis gibt. 여러분, 그 말에는 능력이 있습니다. Und da drin gibt es Kraft. 근데 여기에 거짓 증인이 나오죠. Aber hier gibt es auch einen falschen Zeugen. 예, 보지 않고 증거하는 사람이죠. Es gibt jemanden, der sieht gar nicht und spricht dann trotzdem. 예, 그건 능력이 안 된다는 겁니다. Das wird nicht zur Kraft. 여러분, 이곳에 있는 동안, während ihr alle hier seid. 예, 여러분, 물론 수고하고 봉사해서 참 감사합니다. Natürlich, ich bin euch sehr dankbar, weil ihr sehr viel arbeitet und viel macht. 근데 여러분들에게 꼭 드리고 싶은 이야기는, aber es gibt etwas, was ich euch wirklich sehr ans Herz lege. 여러분, 하나님이 유럽을 위해서 어떻게 일하시는지 보십시오. Und zwar bitte seht, wie Gott für Europa arbeitet. 하나님이 한 해 동안 여러분들을 어떻게 인도하는지 보십시오. Seht für dieses eine Jahr, wie der Herr euch führt. 하나님이 여러분들을 어떻게 바꾸시는지를 보십시오. Und seht einmal bitte, wie der Herr euch auch verändert. 그리고 그 하나님을 증거하십시오. Und diesen Gott gibt Zeugnis darüber. 하나님이 이렇게 일했어. Ah, der Herr hat so gearbeitet. 야, 너도 그 문제 하나님께 맡겨봐. Ah, dieses Problem kannst du auch mal dem Herrn übergeben. 예, 여러분의 증거를 통해서 사람들이 생명을 얻고 진리를 발견하게 될 것입니다. Durch eure Zeugnisse werden viele Menschen die Wahrheit hören und auch zum Herrn gehen. 예, 그래서 우리는 이번에 이 자리에 있습니다. Und das ist der Grund, warum wir heute alle hier sind. 4월 26일부터 여기 이제 캠프가 시작이 되는데요. Ab dem 26. April eröffnen wir hier das Camp. 이번 캠프에 하나님이 어떻게 일하실지. Dieses Mal wieder her im Camp arbeiten wird. 예, 여러분, 가장 앞에서 우리에게 볼 수 있도록 하나님 해 주셨습니다. Ja, der Herr hat uns ermöglicht, wirklich von ganz nahem aus das Ganze sehen zu können. 예, 하나님이 하시는 일을 마음껏 보시기 바랍니다. Deswegen hoffe ich sehr, dass ihr mit ganzem Herzen all das sehen könnt, wie der Herr für euch oder für uns arbeitet. 기도하겠습니다. Dann lasst uns zusammen beten. 하나님, 감사합니다. Lieber Herr Vater, ich danke dir. 오늘 우리는 주님이 세운 위치에 있습니다. Wir stehen heute an diesem Ort, wo du uns auch hingebracht hast. 때로는 이곳 위치가 부담스럽기도 하고 정말 두려움이 찾아오기도 합니다. Ja, manchmal haben wir Angst in dieser Position oder manchmal kommt wirklich diese Bürde auf uns zu. 하지만 주님은 우리에게 두려워하지 말고 가만히 서 있으라고 하셨습니다. Aber Herr, du hast zu uns gesagt, wir sollen uns nicht fürchten, sondern einfach stehen bleiben. 그리고 하나님이 어떻게 구원하시는지 보라고 하셨습니다. Du hast gesagt, wir sollen zusehen, wie du uns hilfst. 저희를 이 자리에 세워 주셔서 너무 감사하고. Herr, ich danke dir wirklich sehr, dass du uns zu dieser Position gebracht hast. 예, 유럽이 복음 전하기가 어렵고 힘든 곳이지만 Europa ist ein schwerer Ort, dein Wort zu verkündigen und das Evangelium zu tragen. 그렇기 때문에 주님이 가장 많이 역사하고 힘 있게 역사할 곳인 줄 믿습니다. Aber deswegen, gerade deswegen glaube ich daran, dass du hier kräftig arbeiten und wirken wirst. 주님, 저희들이 오늘 이 자리에 서 있습니다. Herr, heute stehen wir an diesem Ort. 이번 캠프를 통해서 일하실 주님을 보게 해 주시옵소서. Herr, ich bitte dich, dass wir dich sehen, wie du für dieses Camp diesmal arbeiten wirst. 한 해 동안 우리 속에 나타날 주님을 보게 해 주시옵소서. Herr, bitte hilf uns, dass wir diese Arbeit in dir sehen, wie du dieses eine Jahr vollbringen wirst. 예, 감사와 영광을 돌립니다. Ich gebe dir die Dankbarkeit und die Herrlichkeit. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. In dem Namen Jesu habe ich gebetet. Amen. Amen.